deutsche Hörer. Dem, der heute wieder zu euch spricht, war es vergönnt, im Lauf seines nun schon langen Lebens für das geistige Ansehen Deutschlands einiges zu tun. Ich bin dankbar dafür, aber ich habe kein Recht, mich dessen zu rühmen, denn es war Fügung und lag nicht in meiner Absicht. Kein Künstler tut sein Werk, um den Ruhm seines Landes und Volkes zu mehren. Die Quelle der Produktivität ist das individuelle Gewissen. Ihr Deutsche dürftet mir heute mein Werk nicht danken, auch wenn ihr wolltet, sei es darum. Es wurde nicht um euretwillen, sondern aus eigenster Not getan. Aber etwas ist, das wirklich um euretwillen, aus sozialem und nicht aus privatem Gewissen geschah. Und täglich werde ich gewisser, dass die Zeit kommen wird und schon näher kommt, wo ihr es mir danken und es mir höher anrechnen werdet als meine Geschichtenbücher. Das ist, dass ich euch warnte, als es noch nicht zu spät war, vor den verworfenen Mächten, in deren Joch ihr heute hilflos geschirrt seid und die euch durch tausend Untaten in ein unvorstellbares Verderben führen. Ich kannte sie. Ich wusste, dass nichts als Katastrophen und Elend für Deutschland und für Europa aus ihrem unsäglich niederträchtigen Wesen erwachsen konnten, während die Mehrzahl von euch in heute gewiss schon für euch selbst unfassbarer Verblendung sie für die Bringer von Ordnung, Schönheit und nationaler Würde hielt. Muss man nicht an Goethes Spruch denken von der frommen deutschen Nation, die sich erst recht erhaben fühlt, wenn all ihr Würdiges ist verspielt? Ich kannte auch euch, gute Deutsche, und eure Fehlbarkeit im Begreifen eurer wahren Ehre und Würde. Und dass ich damals, im Oktober 1930, meine Natur überwindend in die politische Arena stieg und im Berliner Beethovensaal schon unter gröhlenden Unterbrechungen der Nazi-Buben die Rede hielt, an die einer oder der andere von euch sich wohl noch erinnert, und die ich Appell an die Vernunft nannte, obgleich sie ein Appell an alles bessere Deutschtum war. Das dient heute, so vergeblich es sein musste, meinem Gewissen zu tieferer Beruhigung als alles, was ich mit glücklicherem Gelingen als Künstler ausrichten konnte. Ich suchte mit meinen schwachen Kräften hintanzuhalten, was kommen musste und was nun seit Jahren schon da ist, den Krieg, an dem eure lügenhaften Führer, Juden und Engländern und Freimaurern und Gott weiß wem die Schuld geben, während er doch für jeden Sehenden gewiss war von dem Augenblick an, wo sie zur Macht kamen und die Maschine zu bauen begannen, mit der die Freiheit und Recht niederzuwalzen gedachten. Und was für ein Krieg ist es, in dessen Fesseln ihr euch windet? Ein unabsehbares, verwüstendes, hoffnungsloses Abenteuer, ein Sumpf von Blut und Verbrechen, in dem Deutschland zu versinken droht. Wie sieht es aus bei euch? Denkt ihr, wir draußen wissen es nicht so gut wie ihr? Verwilderung und Elend greifen um sich. Skrupellos wird eure männliche Jugend bis herab zu den 18, den 16-Jährigen, dem Moloch des Krieges geopfert, zu Hunderttausenden, zu Millionen. Kein Haus in Deutschland, das nicht einen Gatten, Sohn oder Bruder zu beklagen hätte. Der Verfall beginnt. In Russland fehlt es an Ärzten, Pflegepersonal, Arzneimitteln. In deutschen Lazaretten und Krankenhäusern werden die schwer Verwundeten zusammen mit alten, gebrechlichen, Geisteskranken durch Giftgas zu Tode gebracht. 2000 von 3000, so erzählt ein deutscher Arzt, in einer einzigen Anstalt.
Das tut dasselbe Regime, das aufbrüllt, wenn Rumsfeld es beschuldigt, es wolle Christentum und alle Religion vernichten. Und das vorgibt, einen Kreuzzug christlicher Gesittung gegen den Bolschewismus zu führen. Den Bolschewismus, von dem es selbst nur eine unvergleichlich gemeinere Abart ist. Das christliche Gegenstück zu den Massenvergasungen sind die Begattungstage, wo beurlaubte Soldaten mit BDM-Mädchen zu tierischer Stundenehe zusammenkommandiert werden, um Staatsbastarde für den nächsten Krieg zu zeugen. Kann ein Volk, eine Jugend tiefer sinken? Gräuel und Lästerung der Menschlichkeit, wohin ihr seht. Einst sammelte ein Herder liebevoll die Volkslieder der Nationen. Das war Deutschland in seiner Güte und Größe. Heute weiß es nichts als Völker- und Massenmord. Blödsinnige Vernichtung. 300.000 Serben sind nicht etwa im Kriege, sondern nach dem Kriege mit diesem Land. Von euch Deutschen auf den Befehl der verruchten Lumpen, die euch regieren, umgebracht worden. Das Unaussprechliche, das in Russland, das mit den Polen und Juden geschehen ist und geschieht, wisst ihr. Wollt es aber lieber nicht wissen, aus berechtigtem Grauen vor dem ebenfalls unaussprechlichen, dem ins Riesenhafte heranwachsenden Hass, der eines Tages, wenn eure Volks- und Maschinenkraft erlahmt, über euren Köpfen zusammenschlagen muss. Ja, Grauen vor diesem Tag ist am Platz, und eure Führer nutzen es aus. Sie, die euch zu all diesen Schandtaten verführt haben, sagen euch, nun habt ihr sie begangen. Nun seid ihr unauflöslich an uns gekettet. Nun müsst ihr durchhalten bis aufs Letzte, sonst kommt die Hölle über euch. Die Hölle, Deutsche, kam über euch, als diese Führer über euch kamen. Zur Hölle mit ihnen und all ihren Spießgesellen. Dann kann euch immer noch Rettung, kann euch Freiheit und Friede werden.